tolle Dinge gemacht. Und das macht einfach Spaß, da zu helfen und sich daran mal ein bisschen zu erinnern, wie gut es uns allen so geht, die wir nicht hier sitzen. Und zwei, die nicht nur das Essen rausgegeben haben, sondern immer noch da sind, für die Gäste da sind, sind der, den kennen Sie, aus so manchem Tatort von Kessler und Natascha Ochsenknecht. Natascha, seit Sie in Berlin sind, helfen Sie hiermit. Sie kommen jedes Jahr wieder und Sie sind einer der letzten, die gehen. Wo holen Sie die Energie her? Jetzt habe ich leider gar nichts verstanden, es war so laut. Es war wahnsinnig laut, weil Onkel Jürgen so laut singt. Ja, wir haben ein Organ, ne? Ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber schreien kann er noch den ganz Jungen. Woher holen Sie jedes Jahr die Energie, hier mitzumachen und jetzt einer der letzten dann erst zu gehen? Es ist mir eine ganz große Freude, den Franker zu unterstützen, was er mit seiner Familie auf die Beine gestellt hat. Und da lasse ich sogar meine kaputte Hand zu Hause so ungefähr, um zu helfen, das Ganze unterstützen. Weil ich meine, dass diese Menschen müssen mindestens einmal im Jahr einen Tag haben, wo sie das Gefühl haben, da ist eine Familie, die für sie da ist, die so ein bisschen verwöhnt und die ihnen also wirklich ein schönes Weihnachtsfest so ein bisschen bereitet. Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe und ganz kurz zum Schluss die Frage, wie war es für dich, die ganzen Gänse mit rauszuschleppen, war es anstrengend? Es war nicht anstrengend, es war großartig. Ich hoffe, dass ich ein kleiner Anteil dabei war, um eine Menge Leute hier zu erfreuen, auch wenn es nur für einen kleinen Moment ist, aber wir sind alle dabei gewesen, haben alle dabei gestanden, haben geholfen, dass es ein gutes Gefühl gibt für das Ende des Jahres und ich wünsche euch alles Gute fürs nächste Jahr. Rock'n'Roll, haltet durch und in diesem Sinne, nächstes Jahr geht's weiter. Also man sieht, die prominenten Helfer und Familie zeigen sich motiviert, mindestens noch 20 weitere Jahre dafür zu sorgen, dass die Obdachlosen und Bedürftigen Berlins hier ein paar schöne Stunden haben und mit diesen Eindrücken gehen wir zurück nach Babelsberg und sollten Sie das ein oder andere Wort nicht verstanden haben, ersetzen Sie es einfach mit frohe Weihnachten und viel, viel Liebe. Vielen Dank, Britta, wir haben alles verstanden. Ja. Jedes Jahr wirklich Obst und Wein. Schöne Weihnachten noch für dich, schon vorab. Tschüss, Britta. Tschüss.